Also das Witzige ist halt, wenn ich in Deutschland bin, fühle ich mich extrem amerikanisch. Also ich habe da so das Gefühl, ich rede viel mehr auf Englisch oder ich fühle mich mit Amerika mehr verbunden. Und wenn ich in Amerika bin, dann bin ich die Deutsche. Dann fühle ich mich immer, dann habe ich immer Heimweh nach Deutschland. Und also it's like I'm an alien in both countries. Mein Name ist Katjana Gerz. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und halb in Amerika. Wir sind immer hin und her gereist. Und momentan bin ich Ensemblemitglied und Autorin bei Gute Arbeit Originals. Das ist ein Sketch-Comedy-Kanal auf YouTube. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Amerikanerin. Und sie haben sich in Amerika kennengelernt, dann sind sie nach Deutschland gezogen. Dann sind wir für ein Jahr nach Portugal, weil sie gedacht haben, sie wollen woanders auf, also ganz neu anfangen. Dann sind wir nach California, nach Joshua Tree. Dann sind wir nach Fürth, bei Nürnberg. Dann sind wir nach Santa Fe, New Mexico. Dann wieder zurück nach Koblenz, Berlin, New York, LA, Köln. Also mein Name ist ja Katjana und Katjana ist so ist ein ausgedachter Name. Ist ein Mix aus Katja und Tatjana. So in Deutschland darf man halt sein Kind nicht einfach irgendwas nennen. Man muss, es gibt ein Buch, eine Regelung. Und die haben zuerst gesagt, okay, geht gar nicht, Katjana geht nicht. Und meine Mutter, die Amerikanerin, hat gesagt, no, 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 it's possible. I'm gonna, if not, I'm suing, I'm suing. Und tatsächlich bin ich die erste Katjana. Wir haben es durchgekriegt. Und auch bei diesem Namen, finde ich, merkt man den größten Unterschied zwischen Deutschland und Amerika. Weil wenn ich mich in Amerika vorstelle, reagieren die Amerikaner mal so, sagen, oh my God, I love your name, so cool, like your parents are so creative. Und in Deutschland sagen sie immer so, was? Deine Eltern sind ganz schön unentschlossen. Also das heißt nicht, dass die Deutschen unfreundlicher sind. Also Deutschland, viele Deutsche sind sehr, sehr freundlich, aber die amerikanische Art, die auch ja, California extrem herrscht, ist halt dieses sehr, sehr euphorisch, sehr glücklich, zu fremden Menschen zu sein. Vorerst bleibe ich in Deutschland, also mir gefällt gerade alles. Die Arbeit, die ich mache, ist halt alles, was ich immer machen wollte. Und das ist sehr, sehr cool. Irgendwann mal, glaube ich, werde ich schon wieder zurück nach Amerika ziehen, weil ich es einfach, ich vermisse es sehr. Und ich sehne mich immer nach Amerika, glaube ich. Oder so dieses Heimwehgefühl, dass ich sage, okay, Deutschland, das gehört mir. Nee, das kann ich nicht sagen. Sondern man fühlt sich, also es wird vielleicht auch noch ein paar Jahre dauern, vielleicht kommt das dann auch. Aber vorerst habe ich eher das Gefühl, man ist noch Gast. In Amerika ist es dann auch, wie gesagt, dann bin ich immer die Deutsche. Oder stelle ich mich auch vor als, ich bin nicht ganz Amerikanerin, ich bin auch Deutsche.